Ja, willkommen zurück zu Mario Kart 7, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. Tomodachi Life ist gefragt. Aber ich war auf der Gamescom und habe Street Pass aktiviert gehabt. Und das sieht man hier auch sehr gut an dem grünen Lämpchen. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bin extra nicht in Tomodachi Life online gegangen. Und werde es jetzt mit euch zocken. Live Reaction. Alles blind hier. Ich hoffe mal, man muss nicht ständig in unmittelbarer Nähe sein, weil sonst geht das hier schief. Aber wird vielleicht jemand von euch auf meine Insel einziehen oder was wird geschehen? Also ich rechne schon damit, dass jetzt was Neues, Episches passiert. Die Spannung auf dem Höhepunkt, auf dem Siedepunkt, aber ein Höhepunkt ist auch nicht schlecht. Und da werden wir gleich sehen, wie der Hase läuft. Ja, es war am Donnerstag, da hatte ich den 3DS extra mitgeschleift und das war ja der Wahnsinn. Oh, guck mal, viel Liebe. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Es war ja der Wahnsinn, wie die auf der Gamescom beim Nintendo-Stand, gehst du nach draußen. Und da sind die alle mit ihrem 3DS am Hocken, wie so eingepferchtes Viehzeug. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden damit anspreche, aber das sah echt episch aus. Da sitzen die alle Felder von 3DS-zockenden Leuten und da gucken wir mal. Oh ja, alles passiert, was Eilmeldung. Dr. Eggman erklärt es uns mal eben. Eilmeldung. Importwaren hatten nun dank Spotpass das Produkt hier bis kurz Haarspange auf Lager. Es gibt dort Produkte, an die man sonst nicht rankommt. Lasst euch also diese Möglichkeit nicht entgehen. Danke fürs Zuschauen. Okay, Eggman hat doch nur einen Sinn für Mode, sonst nichts. Aber hier blinkt was. Ich will mal gucken, Anleger. Wir gucken mal. 10 Schiffe sind gelandet. Nachsehen! Oha, oha. Werdet ihr jetzt vielleicht hier da sein? Boot aus Triforcia. Ein Bilder-T-Shirt. Es wurden Importwaren geliefert. Diese Waren hältst du nicht in Normalgeschäften. Du kannst im Laden für Importwaren kaufen. Geh gleich einmal dorthin. Cool, danke, Bros. Achso, und die schnappen sich hier auch etwas von mir. Ja, die haben aber nur den Roboter verziehen. Aus Unicornia. Nachspeisen-T-Shirt. Okay. Mal sehen, ob da jetzt noch was. Ob da jetzt nur 10 Schiffe landen. Aventia, eine Nero-Jacke. Überragend! Bekommen die Leute jetzt erst. Mal schnell Vorlauf. Jetzt erst die Sachen oder erst schon, wo sie mich gesehen haben, oder? Also meine, die ich exportiere. Punker-Outfit. Na, auf L ist schneller. Was gucken wir mal. Reisende Olivia. Das heißt wohl, wahrscheinlich waren die ersten 6 Leute, hatten kein Tomodachi Life. Vermute ich jetzt einfach mal. Und Olivia wird jetzt hier einsehen, weil Olivia cool ist und Tomodachi Life mag und vielleicht schaut sie ja zu. Ich meine, ich bin, glaube ich, der Nintendo Let's Player, der Tomodachi Life auch wirklich Let's Play neben Volo, Cornel und Musician halt. Aber trotzdem. Importware, frittierte Kanälenhut. Dafür schon mal danke. Reisende besuchen auf ihren Weg die unterschiedlichsten Inseln. Ich freue mich. Der Reisende wird deine Insel besichtigen und reist dann weiter. Bitte sei nett zu Reisenden, die auf deiner Insel zu Besuch sind. Du kannst Infos zu Reisenden und ihren Aufenthaltsort auf der Kontaktliste rechts unten ersehen. Das wird cool. Wir kümmern uns gleich um dich, Olivia. Oh ja, Spannung. Ist mal wieder was Neues los? Danke, dass ihr noch am Start wart. So, Fuchstal. Ach so, haben die ihre Inseln genannt? Nee. Tortuga? Möglich. Klingen alle nach Inseln. Das müsste schon so sein. Tropica. Und das war's, glaube ich. Jetzt ist wieder nichts hier. Gucken wir mal, Kontaktliste. Olivia. Kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ist am 12.08. aufgebrochen und 3 Tage Entspanntheit. Okay. Und die war jetzt auf LPM World. 166 Kilometer. Woher wissen die das? Also ich meine, keine Ahnung. Habe ich das, also dass ich aus Darmstadt komme, eingegeben oder so? Bei ihr ist, oha, sind alle ziemlich jung, 18,5. Wahrscheinlich dann doch die Real-Life-Freunde.
300 Probleme gelöst. Der Lasagne-Atoll hier. Schinken-Ozean. Ach, wie gern wäre ich da auch. Guck mal, da hat sie schon 3 Kinder geboren. Und dabei hat sie nur 3 Paare, die habe ich ja auch. Wobei, bei uns war ja auch was, ne? Bei uns ist ja auch was. Nicht, dass die, dass es jetzt alles in einem Part ist. Mal gucken. Vorbeischauen. Auch Olivia. Trau dich doch rein. Ansprechen. Bin gespannt. Komm doch rein. Hey, du bist bestimmt der Verwalter von LPM Vault, oder? Ich bin Olivia. Ich würde gern hier übernachten, wenn ich darf. Klar, klar. Warum nicht gleich im Zimmer von meinem LP Markus Mi? Nee, Quatsch. Kein Problem. Vielen Dank. Ich gehe dann mal zur Freifläche und stelle da mein Zelt auf. Und das ist jetzt, glaube ich, ja, gucken wir mal, das ist nämlich das letzte Feld, was noch fehlt. Ne? Ein Reisender stellt, schlägt sein Zelt auf der Insel. Ganz kurz rausgehen. Juhu! Komplett. Endlich alles komplett. Eilmeldung. Eilmeldung. Jetzt, wo die ersten Reisenden LPM Vault besucht haben, wurde die Freifläche eröffnet, damit sie einen Ort haben, an dem sie unterkommen können. Bis zu 10 Zelte können auf dieser Fläche aufgebaut werden. Nachdem Reisende ihre Zelte aufgebaut haben, kann man sie besuchen und sich mit ihnen anfreunden. Wenn sie einmal in Schwierigkeiten stecken, kann man ihnen natürlich auch aus der Patsche helfen. Es ist unsere Pflicht als Inselbewohner, uns um das Wohl dieser von ihrer Reise erschöpften jungen Leute zu kümmern. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich freue mich, dass Olivia am Start ist. Das nimmt kein Ende hier. Ness! Einbildung. Wie gut gefällt es den Inselbewohnern hier auf LPM Vault eigentlich? Nathan wollte das unbedingt wissen und startete eine Riesenumfrage, nun legt er stolz seine Ergebnisse vor. Mit einer geheimen Formel hat er das Ganze in eine Zahl gewandelt, wobei gilt, je höher der Wert, desto zufriedener die Bewohner. Veröffentlicht wird dieser Lebensqualität genannte Wert oben links auf dem Kartenbildschirm und in der Verwaltung der Mi Apartments. Auf die Frage, wieso er die Ergebnisse als Zahl veröffentliche, antwortete Nathan. Ich hoffe, dass das ein Ansporn ist, das Leben auf dieser tollen Insel weiter zu verbessern. Zahlen erhöht man schließlich gerne. Die Formel von Nathan bleibt leider geheim, aber angeblich haben die Anzahl der Bewohner und ihre Zufriedenheit Einfluss darauf. Die Lebensqualität von LPM Vault wird anscheinend täglich neu berechnet. Das sollte man im Auge behalten. Danke fürs Zuschauen. Ja, klingt doch episch. Oh, das gibt's doch nicht. Was soll denn los ist? Grundschul-Markus. Einmeldung. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Wohlfühlrang angekündigt. Wird das Leben auf dieser Insel als angenehmer als auf anderen Inseln empfunden? Vielleicht interessiert euch das ja. Es wurden Umfragen auf anderen Inseln durchgeführt, mit denen ihr schon Kontakt hattet. Die Resultate findet ihr in den Ranglisten. Wie wird LPM Vault bewertet? Nun, überprüft das Ergebnis doch mit euren eigenen Augen. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Heftig, was los ist heute. Ruhig, ruhig, ja. Alles gut, alles gut. Wir gucken mal hier rein. Das ist ja voll brandneu. Ein Reisender ist auf deiner Insel angelangt und baut gerade sein Zelt auf. Sagen wir Hallo. Da. Olivia ist hier mit ihrer Kamera. Ich gehe mal rein, ganz unverfroren, wie ich bin. Und Olivia, wie gefällt's dir? Ich bin Olivia. Ich übernachte heute hier. Ich war auf meinen Reisen schon auf einer Insel. Der Verwalter meiner Heimatinsel hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. It's over 9000. Das waren seine Worte. Vielen Dank It's für alles. It's over 9000! Wer ist das, Olivia? Das muss wohl... Nee, keine Ahnung. Cool. Ja, schade, dass ja sowieso jeder jetzt sagen würde, ich war das, aber... Egal. An die echte Person sei gesagt. Du bist schon mal cool. It's over. Was kommt denn bei mir, wenn ich auf anderen Zelten... Zelt aufschlage... Die Reisenden sind müde von ihrer langen Reise. Wo sie schon mal hier auf LPM World sind, würden sie sich sicher über ein wenig Gastfreundschaft freuen.
Oh, was los, Olivia? Alle sagen, heute ist so warm. Mir ist aber irgendwie kalt. Naja, soll ich dich wärmen? Ich gebe dir eine Jacke. Guck mal, da kann man bewirten. Alle sagen, heute ist so warm. Mir ist aber irgendwie kalt. Ich kann dir aber... Ein Hustensaft wird dir dann wärmer. hier gibt's den exklusiven LPM World Döner, den es nur auf LPM World gibt. Zieh dir mal den Döner rein. Na also. Das war richtig lecker. Ein Essen, das echt glücklich macht. Guck mal, wie die sogar andere Sachen sagen. Alle sagen, heute ist ja, wie soll ich denn dir helfen, wenn ich nur die Sachen schenken kann? Das ist echt wenig. Ich könnte fies sein und sie die Haare umfärben, ne? Ey, genau, beim schönen warmen Bad. Yippie, ich liebe Baden. Geh baden und tschüss, Mann. La 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 la. What the fuck? La 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 la. Ich hab mich schon gefragt, wie das aussehen soll. La 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 la. La 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 la. Ja, in der Tonne lässt sich aushalten, da muss es aber doch ein bisschen, da ist doch warm. La 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 la. So. Das hat richtig gut getan. Vielen Dank. Bitte, bitte. Bin zu dir netter als zu meinen eigenen Mies, ne? Das ist ja mies. Alle sagen, heute ist so warm. Dann halt nicht. Mach die Biege. Es gibt noch viel mehr neue Sachen zu entdecken. Ich wünsche dir eine gute Nacht, falls wir uns nicht wiedersehen. So, es fehlen aber noch Ranglisten. 2 an der Zahl. Das hat bestimmt was mit den Babys zu tun, die noch fehlen. Okay. Das sind die ganzen anderen, ne? Aber warum war da nur eine Reisende da? Oh, auf Tortuga ist es ja nicht so überragend. Das ist doch was mit Zelda. Antigua ist eine richtige Fuchse. Slisse Triforcia. Bei Crimson. Ah, ich bin. Nee, warte, ich bin 11. Eben hat schon noch 20 Sterne, oder war das nur so. Nur so. Demonstration. Jetzt steht oben links immer meine Zufriedenheit. Ist auch was Neues. Ach so, die Importwaren. Ach so. So, Ash Ketchum, du wirst uns jetzt präsentieren, dass es. Oha. Na doch, das könnte man. Das kaufe ich mir. Frittierte Garnelen. So, jetzt gucken wir mal den anderen Kram an. Ja, okay. Einfach mal her damit. Stroh-Cowboy-Hut. Ne, das könnte man irgendjemandem geben. Das ist ein Bilder-T-Shirt. Schnappen. Das ist Knie. Ey. Ne, wir hatten schon einen, der ein bisschen mehr nach Link aussah. Komm bald wieder vorbei. Auf jeden Fall. Was ist hier heute los? Ich würde euch wirklich bitten, den Part zu teilen. Wenn ihr da alle ein Däumchen hoch gebt, einfach liken das Video, dann sehen das wieder mehr. Weil ich glaube schon, dass in den letzten Parts einige abgeschaltet haben. Weil so langsam sich alles wiederholt hat. Aber jetzt gibt es wieder neuen Schwung in der Bude. Ich würde euch bitten, schmeißt doch mal Geld rein. Ja, und dann können wir uns den Weltraumurlaub leisten. Ne? Also auf Facebook teilen, da habe ich bestimmt auch wieder reingeklatscht. Ja, damit wieder ein paar Leute reinschalten. Kann mich zwar nicht beklagen, aber ich finde es einfach, das sollte man sehen. What the? Fast Homer Simpson, oder? So. Nein, nein. Cool, bin gespannt, wie das wird. Ja, aber die wird ja wieder abreisen, die Olivia. Willkommen. Hallo Charlie, Fußballtrikot. In weiß? Nein. Nur in Z-Farbe. What? Sieht ja schon aus wie Angry Birds. Es ist dämlich, deswegen kaufe ich's. So. Vielen Dank. Tiger-Baseball-Jacke. Oh, da steckt der Tiger in dir, mein Freund. Willkommen. Kommt man ja kaum dazu, hier alles abzuklappern. In den Tropen kaufe ich immer noch Skandinavien. Ikea. Im Besitz 0. Ich würde sagen, den schnappen wir uns. Vielen Ikea-Wohnung Dank. Da. Einmal Standard, wenn noch jemand was braucht. Abendmarkt, Battle Rap ist Schnuppe. Jetzt noch Fun-Nachrichten. Guten Abend. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Heidi Klum. Schreckliche Neuigkeiten.
Heute Morgen ist Samus Aran auf der Wäsche eingeschlafen. Nach dem Aufwachen musste sie feststellen, dass jemand übereifrig mit dem Bügeleisen war. Erwartungsgemäß war sie platt wie ein Pfannkuchen, aber mit ein wenig heißem Wasser. Und nach einer dreiminütigen Wartepause war wieder alles beim Alten. Puh. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich weigere mich, diese Art von Meldung zu glauben. Das war meine Idee. Sie haben sie zuerst umgesetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Heidi Klum und das waren die Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Du bist Heidi Klum mit knallgelben Augenbrauen. Ey, warte mal, da war noch viel mehr Liebe. Ne, da sind zwei. Ich bin schon gespannt, ist da oben vielleicht noch was? Nein. Euch geht's gut, ja? Hamburger ist gerade bei der Arbeit. McDonald's oder eine beliebige andere Fastfood-Kette. Charlie Sheen und Alf. Ja, im nächsten Part, das war nämlich so viel los. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.